Dein neuer Ski mit Rennplatte oder ohne Rennplatte? Wo liegen die Unterschiede? Was lohnt sich wirklich für dich? Diese Frage hat sich in der letzten Zeit häufiger unter meinen YouTube-Videos und auch bei Instagram gestellt. Und mit diesem Video möchte ich dir die Unterschiede erklären und auch darstellen, ob es sich für dich lohnt, den Ski mit Rennplatte zu kaufen oder ohne. Ganz wesentlich, wo liegt erstmal der große Unterschied? Vielleicht auch für diejenigen, die sich in diesem Thema gar nicht auskennen und sich noch nicht damit beschäftigt haben. Ich habe mir beispielsweise mal hier zwei Racecarver von Head gepackt. Dieses Phänomen der Rennplatte gibt es aber natürlich von allen anderen Herstellern auch. Stöckli, Atomic, was auch immer ihr an Racecarvern findet. Es gibt einmal die eher normal angelegte Variante bei den Ski, wie jetzt zum Beispiel hier der World Cup Rebels iSpeed ohne Rennplatte. Und es gibt eben das sogenannte Pro-Modell, wie wir es jetzt hier sehen. Also nur die Unterscheidung durch dieses Wort und ein anderes Top-Sheet hierbei in Gelb. Und die Unterscheidung unter der Bindung, nämlich mit einer Rennplatte. Und diese Rennplatte, ja, wie sie schon sagt, eigentlich für den Rennlauf vorgesehen, hat einen großen Vorteil. Sie bringt mehr Steifigkeit und mehr Spurtreue in höheren Geschwindigkeiten. Das ganze Thema kann man natürlich jetzt nach oben deklarieren bis zum Profi-Rennlauf, wo natürlich nochmal ganz andere Ski als dieser iSpeed Pro hier auf den Plan gerufen werden. Da werden natürlich Personen, die wie beispielsweise Ted Ligety, die auf Head fahren, natürlich nochmal ganz gesonderte Ski bekommen, die nochmal andere Rennplatten haben, die da nochmal eine ganz andere Steifigkeit reinbringen. Und vor allen Dingen auch ein großer Vorteil, den die Rennplatte auch mit sich bringt bei den Rennläufen. Sie stellen sie in manchen Teilen noch etwas weiter weg vom Boden. Da ist nämlich die Gefahr des sogenannten Bootouts. Das will ich dir auch kurz erklären. Kommt dadurch, dass wir natürlich hier bei diesen Rennski oder bei diesen sehr raceorientierten Pistenski eine dünnere Mitte haben. Und es ist dabei besser, wenn du einen sehr starken Kantwinkel fährst, etwas weiter vom Schnee wegzukommen. Denn dadurch bekommst du nicht oder kommst du nicht in die Gefahr, dass du bei extremen Kantwinkeln mit deinem Schuh in den Schnee kommst und dadurch die Kante wegrutscht. Jetzt mal angenommen, dass du ein touristischer Skiläufer bist, der aber trotzdem die hohen Geschwindigkeiten und die langgezogenen Schwünge auf der Piste mag, dann ist das für dich natürlich wirklich ein absoluter Grenzbereich. Ich gebe auch ehrlich von mir zu, diese Kantwinkel, da komme ich einfach auch nicht dran, die Jungs da im Rennlauf fahren. Das bedeutet, für mich ist das Höherstellen an der Stelle auch nicht wichtig. Da würde ich jetzt eher auf einen All-Mountain-Ski zurückgreifen, der in der Mitte etwas breiter ist. Dazu übrigens mein letzter Skitest vom Völkeldeacon 84. Da beschreibe ich dieses Thema des Bootouts ja auch. Was haben wir denn jetzt hier konkret? Also iSpeed Pro mit der Rennplatte nochmal im Detail jetzt in den Aufnahmen gezeigt, sieht man ganz genau, dass er in der Mitte gefüllt ist, sage ich mal. Die Rennplatte ist komplett durchgehend von vorne bis hinten und das hat eben der iSpeed in der klassischen Variante nicht. Und dadurch haben wir in der Mitte natürlich die Möglichkeit, dass sich hier mehr biegt, als es eben beim iSpeed Pro tut. Auch noch mit dabei beim iSpeed Pro, wobei ich das noch nie eingesetzt habe, ist dieses kleine Tool hier vorne. Ich habe mir sagen lassen, dass man da auch noch Stabilisierung draufschrauben kann, aber auch da unterscheiden sich natürlich wieder von Hersteller zu Hersteller die Mechanismen, um diesen, ja in dem Fall auch teureren Ski, natürlich vielleicht durch ein Marketing-Gimmick auch zu verkaufen, bin ich ganz ehrlich. Ich weiß nicht, was das jetzt noch genau bringen soll. Aber was schon Fakt ist, ist, dass der iSpeed Pro in der Fahrweise, wo ich ihn gefahren bin, nochmal bockiger ist als jetzt der klassische iSpeed. Das heißt auch wiederum für dich, wenn du einen Ski suchst, mit dem du vielleicht ja auch mal ein bisschen verspielter fahren willst, der das Skifahren im hohen Tempo zwar sportlich erlaubt, aber dann doch nicht so ganz verbissen ist, dann ist der Ski ohne Rennplatte die bessere Wahl für dich. Und wenn du wirklich die ganz langgezogenen, schwierigen Kurven ja und sehr, sehr verbissenen Kurven fahren möchtest, dann solltest du dich da eher für eine Rennplatte entscheiden. In der Radiusorientierung der beiden Ski tut sich nichts. Also zwischen iSpeed Pro und iSpeed, die wir hier sehen, haben wir im Radius beides mal bei der 1,75er Länge einen 17 Meter Radius. Das heißt wirklich nur mehr drücken, weil der Ski in der Mitte steifer ist und damit ein ja, anspruchsvollerer Racecarver an der Stelle ist. Und natürlich immer mit Rennplatte ein kleines Stück teurer als ohne. Jetzt stellt sich für dich wirklich die aktive Frage, lohnt es sich?
Ich beispielsweise bin während meiner Skilehrerausbildung und auch in meinem normalen Fahrten immer mal wieder zwischen den beiden Modellen gewechselt. Wenn ich wusste, dass es mehr um Geschwindigkeit und sportliche Kurven geht, bin ich dann doch eher zum iSpeed Pro gegangen. Wenn ich wusste, dass es für mich auch mal ein normalerer Tag wird, wo ich einfach wirklich die sportlichen, langgezogenen Kurven fahren möchte, aber ein bisschen mehr Verzeihen beim Ski verlange, quasi, dass er auch mal bei einer technisch unsauberen, gefahrenen Kurve dann doch mal mitgeht und nicht bockig wird, dann bin ich eher auf den iSpeed gegangen. Heißt im Umkehrschluss, meine Urlaubskurven fahre ich eher auf einem iSpeed und ja, die Ausbildungskurven fahre ich eher auf einem iSpeed Pro. Und wenn man jetzt mal noch ein ganzes Stück höher denkst und du sagst, hey, das reicht mir noch nicht mit dieser Platte, dann geht es natürlich in die Masters-Modelle, wo wir vielleicht auch von einem 24, 25 Meter Radius reden, wo der Ski an sich auch nochmal mit mehr Material verbaut ist und mit einer anderen Rennplatte. Und danach natürlich die FIS-Modelle, 30 Meter und höher. Ja, das ist natürlich nochmal eine ganz andere Liga. Das kann man jetzt mit den normalen Consumer, also Urlauber-Ski, die im Markt oder einfach generell im Laden stehen, nicht vergleichen. Ich hoffe, dass ich dir mit diesem Video die Antwort auf deine Frage zur Rennplatte geben konnte. Ich persönlich würde nicht sagen, dass sich das unbedingt lohnt. Der normale iSpeed tut es an der Stelle auch, wenn du wirklich sportliche Kurven fahren willst. Aber wenn du nochmal das Quäntchen mehr Sportlichkeit haben willst, dann der iSpeed Pro in der Auswahl jetzt bei Head und so natürlich auch bei Stöckli Atomic und den anderen Marken. Da ist es ganz genau so. Du kannst entweder mit Rennplatte kaufen oder ohne. Vielen Dank fürs Einschalten, eine wunderschöne Saison, gute Kurven und wir sehen uns am Berg. Bis dahin, ciao.